Und los. Wir sind die einzige Klinik mit einer Notaufnahme. Also, ich meine hier in der Region. Und die Zufahrtsstraße ist nicht asphaltiert. Im Moment sehen wir keinen zwingenden Anlass, Gelder freizugeben, um das Projekt zu finanzieren. Nein, er hat keine Zeit für Sie. Er empfängt heute nur Bewerber für den Gemeinderat. Gut, dann geben Sie mir einen Antrag. Eins, zwei, drei. Dumm. Die meisten von Ihnen kennen mich natürlich und wissen, warum ich hier oben stehe. Ich möchte mit Ihrer Hilfe einen Platz in unserem Gemeinderat erringen. Was du davor hast, kann recht schwierig werden. Ganz besonders für eine junge Frau wie dich. Wir sollten mit Papa sprechen. Er muss sie abhalten. Papa? Der ist doch genauso verrückt. Ich bin Kandidatin einer Wahl. Und so einer Person begegnet man mit Respekt, ob sie nun Mann oder Frau ist. Wir lassen uns von Frauen nicht sagen und wir wählen noch keine Frauen. Der Platz einer Frau ist im Haus. Ich hab doch gesagt, bring mich bloß nicht in das Krankenhaus, in dem Frauen arbeiten. Bring mich zu einem Arzt. Ich sag dir weg! Ich zeig Ihnen, was ich kann. Hoffentlich hat es Ihnen gefallen und Sie werden am Wahltag mir Ihre Stimme geben. Mein Mann würde mich umbringen, aber ich rede mit ihm. Dein Video geht gerade viral. Sicherlich gibt es da viele Themen, die besonders für Sie als junge Frau von großem Interesse sein. Das ist richtig. Ich meine, ich bin Ärztin. Zum Beispiel die Grünanlagen. Wie sieht es aus mit Spielplätzen? Da ist ja unsere Kandidatin. Dein heimlicher Freund? Ich bin stolz auf dich. Was du hier machst. Meine Töchter machen mich fertig. Irgendwann bekomme ich ihretwegen einen Herzinfarkt.